Ja, herzlich willkommen. Ihr seid hier in der Halle Factory in Frankfurt, Europas größtem Motorradhandelsbetrieb. Mein Name ist Thomas Trapp. Ich bin einer der beiden Inhaber dieses schönen Ladens. Mein Partner Matthias Meyer und ich, wir machen das hier schon viele Jahre zusammen. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben schon Harley-Fan. Das heißt, ich habe meine erste Harley gekauft mit 18 Jahren, was schon eine ganze Weile her ist. Ich bin jetzt 64 und habe damals schon, als das Harley-Fahren überhaupt noch nicht aktuell war, da sind in Deutschland gerade die japanischen Motorräder populär geworden und man fuhr in der Regel BMW. Da war also ein Harley-Fahrer noch ein Außenseiter. Aber ich habe so früh damit schon angefangen, weil mich die amerikanische Mark und insbesondere dieses Freiheitsgefühl, das man ja durch den Film Easy Rider 1969 vermittelt bekommen hat, das ist oft so für viele meiner Generation so der zündende Funke gewesen, dass man für Harley gebrannt hat und gesagt hat, ich muss Harley fahren und Harley ist für mich eine Weltanschauung, ein Mythos. Harley ist kein Motorrad zum Rennen fahren, Harley ist eine Weltanschauung. Mit einer Harley fährt man, weil man mit sich selbst und dem Fahrzeug fortbewegen will, in der Welt sein will und das Fahren genießen will. Das steht dort im Vordergrund. Das ist so das, was Harley beflügelt. Und das ist bis zum heutigen Tag auch der treibende Faktor unseres Geschäfts. Das heißt, die Leute, die heute eine Harley fahren, sind in der Regel alles Leute, die in einem ganz normalen beruflichen Leben sich befinden. Aber die Harley, für die halt so der Ausbruch aus dem Tagesgeschäft ist. Man zieht sich anders an, man fährt lässig, entspannt mit dem Motorrad. Man genießt die Natur, die Luft, das freie Gefühl, im Wind zu sitzen und sich fortzubewegen. Man darf nicht vergessen, Harley-Davidson ist die älteste existente Motorradfabrik der Welt. Harley-Davidson feiert nächstes Jahr sein 120-jähriges Jubiläum, also Harley Davidson wurde 1903 in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin in Amerika gegründet und seit da ununterbrochen Motorräder gefertigt bis zum heutigen Tag. Das ist einzigartig, das gibt es sonst nirgends und von daher kann man hier ganz klar die Tradition auch belegen, die Harley Davidson halt eben einnimmt. Und es war auch immer schon so, dass die Harley Davidson Motorräder eben nicht uniform waren, denn jede Harley bis zum heutigen Tage wird umgebaut. Es gibt keine Harley, die so gekauft wird und gefahren wird, wie sie ist, sondern es geht direkt los mit Accessoires, die um das Fahrzeug herum gebaut werden, verstellbare Auspuffanlagen, legale verstellbare Auspuffanlagen, mit denen man den Harley-Sound, der ja auch zum Mythos gehört, erzeugt. Wenn man so einen V2-Zylinder-Motor im Leerlauf blubbern hört, dieses Staccato-Geräusch, das hat eben keine andere Motorenhersteller und keine andere Marke. Und das will man eben auch hören und das spürt man auch beim Fahren. Harley fahre ich jetzt seit 35 Jahren. Das ist für mich einfach. Das kann man ja beschreiben, das ist ein Lebensgefühl. Harley-Fahren ist anders als Motorradfahren. Das ist Freiheit, den Wind um die Nase wehen lassen. Ich bin viel in Amerika gefahren. Und dann fast 10 Jahre jedes Jahr hintereinander in Florida auf der Bike Week. Und das ist halt geil, ohne Helm, kurze Hosen, das ist schon was anderes. Und das ist noch viel schöner zu fahren. Harley-Davidson fahren ist einfach geil. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Das ist Herzblut. Also ich bin die Gründerin von Biker Ladies Manhattan. Uns gibt es jetzt seit knapp 9 Jahren. Wir sind 31 Harley-fahrende Frauen von Anfang 20 bis 60. In der Gruppe macht es mehr Spaß. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Harley-Fahren bedeutet für mich Abenteuer. Es ist eine ganz besondere Lebenseinstellung und ich fahre seit 23 Jahren mit voller Leidenschaft Harley-Davidson. Es ist nicht nur ein Hobby, es ist mittlerweile eine Lebenseinstellung. Ich fahre die Saison bis zu 17.000 Kilometer mit dem Motorrad. Wir sind hier herzlich willkommen. Wir nehmen das als Treffpunkt, um hier uns zu treffen und dann eine Ausfahrt
zu fahren. Die Harley Factory hat für uns Schrauberkurse für Frauen organisiert. Also wir fühlen uns hier sehr wohl und sind sehr dankbar, dass es die Harley Factory Frankfurt gibt. Und das Allerschönste ist auch, dass sich bei dem Mythos Harley Davidson Menschen vereinen und Menschen gemeinsam Freude haben. Ich verkaufe hier Motorräder, versuche natürlich für jeden Kunden das passende Motorrad zu besorgen. Was bedeutet mir Harley? Ich sag mal alles. Ich fahre Harley seit 30 Jahren. Man kann es als Therapie oder als Gruppentherapie ansehen. Man ist immer irgendwie verbunden mit anderen Harley-Fahrern und man grüßt sich, man kennt sich und verbindet alle miteinander irgendwie ein enges, freundschaftliches Verhältnis. Harley fahren ist eine Herzenssache. Entweder es macht Klick und du verliebst dich oder du fährst was anderes. Der Sound, das ist einfach cool. Die ganze Community ringsrum dazu, ja, die ganzen Bikes, so viele verschiedene, ja, Sporty, Skyners, Streetbob, Breakouts, also es gibt so viele verschiedene Modelle und jede Harley ist unterschiedlich. Es ist eigentlich ganz einfach, ja, du setzt dich drauf, machst den Ständer hoch und zack, einmal hoch und dann anlassen und losfahren. Und ich kenne mich auch ganz gut aus mittlerweile, finde es halt auch ganz gut, wenn man selber mal was weiß, ja, dass man selber was schrauben kann, wenn mal was kaputt ist. Also mir ist mal mein Gaszug gerissen und dann stehst du da, kannst nicht weiterfahren. Also zack, aufgeschraubt und Gaszug neu verlegt und gut war, wenn du einen dabei hast. Das ist schon ganz cool. Aber du kriegst natürlich auch viel geholfen. Der Hund fährt auch mit, das ist die Pepper, ja, die haben wir seit über 2 Jahren. Und die, wenn sie nicht mitfahren darf, also ist sie beleidigt. Die fährt auch gerne mit, ja. Harley ist irgendwo ein Zusammenhalt. Ja, es gibt BMW, es gibt Honda, es gibt Yamaha, aber es gibt nur einmal Harley. Muss man ganz klar sagen. Und das Schöne ist, wenn man hier in der Ecke ist, man trifft immer irgendwo jemanden, es gibt immer Gesprächsstoff und das ist einfach schön. Man trifft sich immer wieder mal 3, 4, 5 Mal im Jahr, die sogenannte alte Kameradengruppe. Macht immer wieder Spaß. Ja, man freut sich, man hängt nicht so aufeinander, aber die Treffen sind halt ja, lustig und intensiv. Die Gespräche gehen bis in in den Sandkasten. Man ist hier immer herzlich willkommen, wird mit offenen Armen empfangen. Das stimmt, ja. Was Besseres kann es nicht geben. Unser Samstagvormittagprogramm. Genau. Harley ist nicht nur ein Motorrad, Harley ist mehr. Du hast ein Lächeln im Gesicht, so wie der erste Gang einklickt. Aber einfach Kopf abschalten. Man hat den Führerschein gemacht, man weiß, man kann fahren, draufsetzen, das anwenden, was man gelernt hat, wie man sonst auch immer fährt und gar nicht drüber nachdenken. Den Wind um die Nase genießen. Ja. Genau, und dann merken, wie das Herz aufgeht und lacht und blüht. Wir teilen das Hobby, genau, und da ist es egal, wie der Mensch ist, der auf dem Motorrad sitzt. Man akzeptiert sich, man ist füreinander da und dann darf man keine Angst davor haben, sich einfach mal dazuzustellen und sagen so, hey, tolle Maschine, man ist immer willkommen. Es ist egal, wie derjenige oder diejenige aussieht. Ich sag mal, wenn du dich schon zustellst, bist du mit offenen Armen empfangen. Harley fahren, tolles Gefühl, allein der Klang. Du sitzt da drauf und fühlst dich wohl. Eine Riesengemeinschaft. Vorurteile habe ich noch nicht erlebt, nee, in keinster Weise. Ist alles recht gleichgestellt. Es läuft wirklich toll. Da war noch nie auch hier die blöden Weiber oder guck dir mal die an oder die Tussis oder sowas. Nein, im Gegenteil. Ich bin ja auch keine 20 mehr, wo man dann denkt, kann ich das überhaupt noch bringen? Aber ich will's und es wird toll angesehen. Einfach herkommen, dieses Feeling erleben und die Gemeinschaft erleben. Service ganz groß hier, Personal, wirklich toll. Wir stehen in guter Verbindung mit Thomas, den wir auch die Sommerfeste hier schon hatten. Also, aber hier weiß ich, wenn ich was abhole, ist es richtig gemacht. Also Harley ist Harley, bei mir geht da nichts drüber. Ich würde nie was anderes fahren. Warum, weiß ich nicht. Einfach, weil mir es gefällt. Das fängt beim Ton an, beim Sound. Die fahren an dir vorbei, du weißt genau, was da vorbeigefahren ist. Ob du es siehst oder nicht.
Auch das Motorradfahren kann man mit dem Kind, mit der Familie verbinden.